Leute, es ist was richtig Krasses passiert. Die Entwickler von Fortnite haben uns endlich erhört und werden etwas machen, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Und zwar wird in 31 Tagen, wenn der Battle Pass abgelaufen ist, Tilted Towers zerstört werden. Das Ganze ist bis jetzt noch eine Fantheorie, aber die ist sehr, sehr wahrscheinlich und. Aber der Grund, warum ich überhaupt jetzt darüber rede, ist, dass es Beweise für diese Theorie gibt. Also es ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern es ist eine Theorie mit Beweisen. Das ist doch einfach das Beste, was es überhaupt gibt. Und ich glaube, ich muss hier oben landen. Stimmt das? Ja, ich muss hier landen. Ja, perfekt. Cool. Okay, landen wir jetzt mal hier. Denn hier sind jetzt die Teleskope neu gekommen. Und ich muss denen die Waffe klauen, ansonsten. Noch eine andere Waffe irgendwo? Nope, okay, cool, brauche ich nicht. Denn hier vorne, oh, ich bin so aufgeregt, das ist so eine coole Sache. Ey Leute, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich einfach mal auf ein paar krasse Fantheorien eingehen werde, hier vorne sind Teleskope neu gekommen mit dem Update. Und wo gucken die hin, die Teleskope? Gucken wir mal nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Da oben. Seht ihr das da vorne? Das da? Das war vorher noch nicht, das ist neu im Spiel dazugekommen. Und es gibt Beweise von Leuten, die ins Spiel reingeguckt haben, was das da überhaupt ist. Und das da oben, das ist ein Komet. Das ist ein Komet, der runterkrachen wird. Und die Teleskope gucken ja auch wirklich in die Richtung. Also da oben, das da, das ist ein Komet. Ich blende auch jetzt mal kurz die Bilder ein. Das sieht so aus. Und es gibt. Oh Gott. Und es gibt auch schon ein Bild, wie das aussehen wird, wenn der Komet einschlägt. Und zwar sieht das so aus. Und die Theorie des Ganzen ist, dass der Komet in Tilted Towers einschlagen wird. Weil Tilted Towers, das wissen nur Leute, die das Spiel schon seit Anfang an spielen, Tilted Towers hat das Spiel einfach zu sehr verändert. Vorher war das so, dass bei Fortnite das Anfangsspiel spaßig war, das Midgame spaßig war und das Late Game spaßig war. Und jetzt ist es aktuell so, dass zu viele Leute nach Tilted Towers gehen und einfach zu viele Leute sterben mit Tilted Towers und das Midgame, beziehungsweise das frühe Midgame, ein bisschen langweilig ist. Und die Chance sehr, sehr hoch ist, wenn du am Rand irgendwo landest, dass du die ersten 3, 4 Minuten vielleicht nur ein, zwei Gegner siehst. Und deswegen, wenn du Kills machen willst und besser werden willst im Spiel, lande auf jeden Fall in diesem mittleren Gebiet, bestenfalls Tilted Towers oder Retail Row, wenn du Kills machen willst. Und die Theorie ist, dass die Entwickler, die haben ja auch schon ein bisschen angedeutet überall, dass sie nicht so richtig zufrieden sind mit Tilted Towers. Und die Streamer sind auch nicht alle zufrieden damit. Zum Beispiel Ninja zu der Fan-Theorie auch schon was gesagt, und zwar das hier. Movie Man, when Epic destroys all the towers. Absolutely not. Absolutely. Und es ist einfach anzunehmen, dass Tilted Towers bald kaputt gemacht wird vom Krater. Und bestenfalls wird das so sein, dass dann in 31 Tagen, wenn der Battle Pass abläuft, ein riesiges Event sein wird, wo einfach inmitten der Runde ein Meteor nach Tilted Towers runterkracht und mitten in der Runde, während ihr spielt, Tilted Towers kaputt gemacht wird und der Name von Tilted Towers wird dann umgeändert in Krustiger Krater. Fände ich auch extrem lustig, wenn das passieren würde. Es wäre einfach ein riesiges Event, was es so noch nicht gegeben hat in irgendeinem Spiel. Es gibt auf jeden Fall den Kometen. So, safe. Es gibt eine Animation, dass ein Komet irgendwo reinkrachen wird. Safe. So. Und Tilted Towers hat halt die Meta ziemlich krass verändert. Und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht jedem gefallen wird. Auch den Entwicklern gefällt das nicht. Safe. So, und wenn wir das alles zusammen kombinieren, Tilted Towers wird eventuell kaputt gemacht. Würdet ihr das cool finden? Weil ich wüsste nicht, was man daran nicht cool finden würde. Ich meine, klar, wenn du nur Tilted Towers rausgehst und den Ort mega trainiert hast und das dein Lieblingsort ist, suckt vielleicht ein bisschen. Suckt vielleicht wirklich ein kleines bisschen. Wow, das war knapp. Ich meine, Tilted Towers ist natürlich gut, wenn man ein guter Spieler ist und ein paar Kills einfach nur haben will. Guter Ort, klar. Aber ich finde ihn auch ein bisschen langweilig. Danke für den Gratis-Kill. So, machen wir es dann so, so. Oh Gott. Ah, ich hab gechoked. Der will mit Rakete auf mich schießen. Ja, hat sich selbst gekillt. Wie viele Headshots mit 17 Damage kann man machen?
Was war das? Der hat noch 8 HP. Ich hab den 2 Headshots mit 17 Damage gemacht. Das ist so lächerlich. Diese Waffe. Ey, deswegen spielen Leute die Pumpgun. Deswegen spielen Leute die Pumpgun, weil die macht solide Schaden. Schießt zwar nicht so geil, aber deswegen sollte man nicht die Shotgun nehmen. 17 Damage. Ärgerlich. Okay, ich wollte ja eh nur ein bisschen über den Kometen reden. Ein bisschen mal Tilted Towers landen. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich finde es richtig krass, dass es... Also wenn es passiert, wäre es richtig, richtig krass. Wenn ihr weitere solcher News haben wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Weil ich werde, sobald es krasse News gibt, auf jeden Fall auch ein Video dazu machen. Und ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Stop.